liebe Schwestern und Brüder, wenn jemand glaubt, also richtig glaubt, wirklich glaubt, nicht einfach nur dazugehört oder für den Glaube irgendwie etwas vom Hörensagen ist, sondern richtig durch und durch überzeugt ist. Und wenn das dann noch jemand öffentlich macht, dann kennen wir in der Regel, obwohl, ich bin mir nicht sicher, kennen wir das wirklich, die Reaktion, jetzt man muss ja mal nichts übertreiben, heißt das dann schnell, auf der Straße, Religion ist Privatsache. Zu Hause oder von mir aus in diesen Kirchen, da kann jeder so machen, was er will, das ist okay, da gibt es einen geschützten Raum, aber öffentlich? Wir haben einen solchen Fall heute im Evangelium. Da sitzt ein blinder Bettler, den wir sogar mit Namen kennen, Bartimäus. Der schreit seinen Glauben einfach heraus. Psst, das stört aber jetzt. Das ist aber nicht schön. Das passt so gar nicht in die feierliche Auszugsprozession, die da stattfindet, wo Jesus umgeben von vielen Scharen und seinen Jüngern aus Jericho hinauszieht. Da gehen zwar viele mit, aber das Evangelium sagt, einer glaubt. Und er schreit es auch heraus. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Aus tiefer Überzeugung und aus einer tiefen Notlage. Es sind bis heute nicht selten die Menschen, die am Rand stehen, die nicht richtig dazugehören, die, wenn wir das vielleicht von außen beurteilen mögen, wo wir sagen, die haben allen Grund zu glauben, weil das ist vielleicht das Einzige, was ihnen geblieben ist, die alles auf eine Karte setzen, die nicht so verschiedene Sicherungen haben, wo dann Religion auch noch einer von vielen Bereichen ist. Natürlich, das nimmt man so mit. Das gehört dann, wie das jetzt in diesen Wochen so oft bemüht wird, zum kulturellen Establishment, dass man irgendwie auch noch christlich ist. Manchmal äußert sich die Kanzlerin so in diesem Sinn, man könnte ja auch mal wieder in die Bibel schauen oder man könnte auch mal wieder zum Sonntagsgottesdienst gehen. Das sind gut gemeinte Ratschläge, aber das, was Religion meint, was Glaube meint, trifft das nicht. Bartimäus, liebe Schwestern und Brüder, trifft es heute auf den Punkt. Aber er wird schnell an die Seite geschoben. Man will ihn mundtot machen. Das stört so das öffentliche Übereinkommen. Das ist nicht wirklich schön. Aber Jesus ruft ihn. Öffentlich glauben und diesen Glauben zu verbreiten, das ist für uns etwas sehr Fremdes geworden. Von daher passt es heute gut, wenn wir dieses Evangelium lesen am sogenannten Sonntag der Weltmission. Dieser Sonntag, den die gesamte Kirche seit 1926 begeht. Natürlich, diese Situation vor knapp 100 Jahren war komplett anders als unsere heutige Situation. Dass man ein solches päpstliches Missionswerk eingerichtet hat, hing damit zusammen, dass es natürlich sehr, sehr viele Orden, sehr starke Missionsorden gab, die aus Westeuropa kamen, zunächst verbunden mit den Kolonien, weil Deutschland eher eine kleine Nummer war. Aber wenn wir an Großbritannien, wenn wir an Frankreich denken, an Belgien, an die Niederlande, viele Orden, die in andere Länder, nach Afrika, nach Lateinamerika gingen, um den Glauben zu verbreiten. Ich weiß, das hat bei uns bis heute historisch einen möglicherweise üblen Geschmack, aber mit etwas Abstand merkt man doch, es ist doch nicht nur der Glaube verbreitet worden, doch hat man eine Infrastruktur aufgebaut. Das Erste, was die Missionare und Missionarinnen dort in der Regel getan haben, war Bildung zu ermöglichen. Deshalb Schulen. Das hat sich heute alles gründlich gewandelt. Westeuropa kann keine Missionare und Missionarinnen mehr schicken. Westeuropa hat irgendwie die Kraft seines Glaubens verloren, es öffentlich kundzutun und das anderen zu bringen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Das Einzige, was wir noch bringen können, und das ist sozusagen vom Weltmissionssonntag immerhin noch übrig geblieben, ist, dass wir gleich um die Kollekte gebeten werden. Nicht, dass ich jetzt meine, sie sollten das nicht tun. Ganz im Gegenteil. Es hilft in diesem Jahr besonders Tansania.
Aber ist das das Einzige, was wir noch zu geben haben? Geld? Was ist mit der Überzeugung und dem Ruf des Bartimäus? Was ist mit unserem Glauben? Auch mit unserem öffentlichen Glauben. Sind wir nicht inzwischen wirklich denen auf den Leim gegangen, die uns eintrichtern, Religion ist Privatsache, hat im öffentlichen Bereich überhaupt nichts zu suchen? Wir können in diesen Wochen eine interessante Beobachtung machen. Es kommen Menschen zu uns, viele, Tausende, Abertausende fremde Menschen. Nicht nur fremd von ihrer Kultur, teilweise auch fremd von ihrer Religion. Nicht nur, es sind ja auch durchaus nicht wenige Christen darunter. Obwohl auch deren Art, christlich zu leben, uns zunächst hier in unserem abgeklärten Europa fremd erscheint, weil die das wirklich ernst nehmen in der Regel. Aber es sind auch viele Muslime darunter. Und es entbrennt eine große Diskussion über kulturelles Erbe und all diese Punkte. Kann man alles tun. Aber das Erste, was einem doch entgegenkommt, ist, dass viele, viele Menschen darunter sind, die gleich welche Religion, die ihre eigene Religion ernst nehmen und sie äußern im öffentlichen Raum. Ich finde, darin liegt für uns eine Herausforderung. Und es ist natürlich die Frage, die man auch teilweise lesen, hören kann. Wie sieht das denn mit den Christen aus? Was haben sie denn da zu tun? Das ist doch ganz willkommen. Wir müssten uns eigentlich schon an die Grenzen stellen und sagen, also ihr kommt jetzt, so wollen das ja einige, in ein christliches Land. Man weiß gar nicht, wo man sich halten soll, damit man nicht vor Lachen zusammenbricht. Deutschland, ein christliches Land. Das wusste man noch gar nicht, wenn man hier wohnt. Aber das wird jetzt plötzlich neu entdeckt. Es ist aber nur ein Mittel der Abgrenzung, liebe Schwestern und Brüder. Es ist ein fauler Trick und ein ziemlich mieser Trick ist das. Und die gleichen Leute sagen auch, wir müssen dann gleich diese tausende Muslime, die müssen wir gleich bekehren. Die kriegen eine Bibel in die Hand gedrückt und vielleicht auch ein Grundgesetz und dann, damit die gleich wissen, wie sie sich zu orientieren haben. Lassen Sie mich jemanden Prominenten zitieren. Wer im Namen der Kirche karitativ wirkt, wird niemals dem anderen den Glauben der Kirche aufzudrängen versuchen. Er weiß, dass die Liebe in ihrer Reinheit und Absichtslosigkeit das beste Zeugnis für den Gott ist, dem wir glauben und der uns zur Liebe treibt. Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden und wann es recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu lassen. Er weiß, dass Gott Liebe ist und gerade dann gegenwärtig wird, wenn nichts als Liebe getan wird. So schreibt das Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika. Man sollte die nochmal lesen. Man sollte die nicht nur als ein brillantes theologisches Stück betrachten, sondern als konkrete Handlungsanweisung. Hier in diesem Punkt, in der Flüchtlingsfrage, dann löst sich viel dummes Geschwätz in Luft auf. Ich kann das nur empfehlen. Der Christ weiß, wenn die Liebe getan wird, rein und absichtslos, dass Gott immer im Spiel ist. Das geht gar nicht anders. Wie glauben und wie den Glauben im öffentlichen Raum äußern? Das Evangelium gibt eine Antwort darauf. Und wir haben eine Art der Auslegung vom Papst Benedikt gehört. Wenn uns jemand fragte wie Jesus, was soll ich dir tun? Uns, in unserer Situation, in unserer Glaubenssituation, die wir selber immer neu der Missionierung bedürfen. Was werden wir antworten? Wissen wir, was wir brauchen? Kennen wir unsere Defizite, um sie wirklich äußern zu können und ihm zu sagen, Herr, hilf uns, ich möchte wieder sehen können? Seit den frühesten Tagen, seit dem Neuen Testament, wird Glaube immer als Licht, als Erkenntnis, als Sehvermögen beschrieben. Ist es nicht das, was wir uns neu schenken lassen müssen?
Können wir uns nicht dieses Wort des Bartimäus neu zu eigen machen heute am Weltmissionssonntag? Herr, ich möchte wieder sehen können, heißt, ich möchte glauben können. Ich möchte als Christ den Blick auf diese Welt haben. Ich möchte den Blick auf Gott haben. Und nicht so, dass es in Einzelteile zerfällt, sondern dass es sich alles zusammenfügt. Und dass wir dann neu geschickt werden von ihm, der sagt, geh, dein Glaube hat dir geholfen.